Und herzlich willkommen zu Grid Autosport Folge, ich glaube 56 mit Cinnamon und Sempro. Und wir fahren jetzt Zeitfahren und wir haben einen lustigen Bug zum Start gehabt. Oh ja. Im Standbild, wo alle Autos nochmal schön nebeneinander stehen, schon die Autos losgefahren sind. Ich sehe gerade, ich höre, dass Leute, dass Autos vorbeifahren, aber ich sehe keine. Echt? Oh, ja, mein Mini ist jetzt am Start schon kaputt, weil... Oh, der vor mir ist nicht losgefahren. Ich bin direkt im Start in den reingeballert. In der Startaufstellung sind nämlich bei mir die Autos alle losgefahren und mir ist einer hinten draufgefahren. In der Startaufstellung. Und jetzt ist mein Mini schon kaputt. Am Start. Ich bin auch gerade hinten draufgefahren. Und ihr seid alle durchsichtig bei mir. Schön. Also du fährst hier gerade direkt vor mir und... Also die erste Runde ist ja schon mal im Arsch. Ja, auf jeden Fall. Also RTF ist hier neben mir. Mein Mini sieht total witzig aus. Ja, ich fahr grad durch dich durch. Nee, irgendwie klebst du hinter meinem Heck. Echt? Aber bei mir bin ich durch dich durchgefahren. Du hast mich schön angestopst. Ups, okay, tut mir leid, aber... Ja, nee, also irgendwas haut hier gerade nicht hin in der Session. Jetzt bist du auch wieder hinter mir. Ja, ich hab mich gerade mal zurückgesetzt. Mein Mini, die Räder sind viel zu breit, die gehören... Alter, er haut mir das mit dem Fett raus, der Wichser. Mein Mini sieht nicht so aus, wie er aussehen sollte. Die sieht aus, wie als hätte man den höher gelegt und irgendwie verbreitert. White Body Kit für einen Mini Cooper. Ja, Mini der sieht Miglia aus wie so ein Gelände-Mini. Mach mal einen Screenshot davon. Ja, Moment. So, RTF, ich möchte mal da vorbei. Oh, jetzt ist er weg. Spielerliste verlassen. Vielleicht habe ich den gerade auch weggehauen. Also, sorry, wenn ich dich nochmal weghaue, aber ich fahre dann durch dich durch und ne? Ah, kein Abtrieb, sehr gut. Kurvenfahren ist nicht. 13 Sekunden Rückstand wegen so einem bombastischen Start. Hatte ich auch noch nie sowas. Die Bug-Session. Also ich glaube, ich habe jetzt die schlechteste Rundenzeit. Ich komme mit 1.11 durch. Habe ich dich weggehauen? Ja, du hast mich gerade gedreht. Sorry, du hast mich an der Seite berührt und mein Auto dreht sich nach rechts weg. Ich bin einfach nur durch dich durchgefahren. Okay, dann sollten wir uns aus dem Weg gehen. Tut mir ja leid. Ja, nee, es ist okay. Das ist irgendwie alles seltsam hier. Ja. Vor allem, du berührst mich rechts von meiner rechten Seite ganz leicht und mein Auto dreht sich erstmal voll weg. Ja, ich hab's nur quietschen gehört. Aber wir sind echt alle durchsichtig. Naja, ich fahr jetzt mal ins Ziel. Oh, tatsächlich Zweiter. Nicht schlecht. Okay, eigentlich schon. Ich will Erster sein. Ja, ich bin Vierter. Uhu. 4 Sekunden Rückstand. Das wird nix. Ich glaube, beim Zeitfahren, da ist es schon besser, wenn man einen eigenen Wagen hat. Naja, ich habe einen eigenen Wagen, aber den mag ich nicht. Ja, gut. Oh, beste Zwischenzeit. Aber das heißt nichts. Da hatte ich vorhin auch in der letzten Dingens, also für den letzten Sektor, hatte ich beste Zwischenzeit, 2 Zehntel Vorsprung, kam ins Ziel, 2 Zehntel Rückstand. Ohne einen Fehler gemacht zu haben. Also ich muss ja sagen, oh, jetzt eine halbe Sekunde Rückstand. Noch 46 Sekunden, ich komme jetzt in die dritte Runde rein. Lol. Wie weit hinten bist du denn? Ja, mein Start war übelst beschiss. Ich hatte 3 Minis vor mir und meiner ist nicht losgefahren. Ach so. Dann hatte ich nochmal den zweiten Counter mit 3, 2, 1 und dann ist er mit 20 km/h losgefahren. Okay. Ich wollte dir gerade zuschauen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Vierter bin ich jetzt. Ah doch, jetzt. Ja toll, ich werde Letzter, ich komme nicht mehr ins... Ich habe noch 25 Sekunden. Kommst nicht, ich frage mich echt, wo ich da auf dem letzten Abschnitt 1,2 Sekunden verloren habe. Cinnamon, bei dir fehlt vorne einfach nur der vordere linke Kotflügel, ist komplett weg, aber dein Mini hat keinen Kratzer, kein gar nichts. Ach lol, abkürzen auch noch. Also wenn ich ihm zugucke, ist der linke vordere Lampenflügel da ein bisschen verbeult. Und bei mir ist noch... Ansonsten ist alles dran, ja. Bei mir ist komplett weg. Das ist unfair. Komm nicht mal ins Ziel. Das ist unfair. Wow. Also irgendwas stimmt mit der Session auf jeden Fall nicht. Aber Vierter! Zweiter, wow. Achter, Alter. Wow, fahre schneller als 129 km/h. Ja, toll. Was ein Start, ey. Diese Schadenskosten. Oh. Oh, Level 29 bei Touring. Geil. Ja, dann gucken wir nochmal kurz aufs Fahrzeuglevel. Ja, 2700 EP obendrauf. Level 24. Ein bisschen Money. Oh, das geht auch. 12.000. Dann bis gleich. Tschö. Und weil es so schön war, fahren wir es gleich nochmal. Da freut sich doch jeder drauf. Wenigstens habe ich eine frühe Startposition, da muss ich nicht so lange warten. Ja, du bist direkt vor mir, ne? Ja. Jo. Da ist er. Ich sehe ihn. Mein Mini. Und da kommt mein hässlicher Orangener. Diesmal ohne fehlendes hinteres Bodykit.
Ah, diesmal starte ich mit 150 anstatt 20. Wow. Cheater. Riesenfortschritt. Oh, ich habe gerade versucht, beim Mini die Handbremse zu ziehen und ich habe mich nicht mal weggedreht. Der hat eine Handbremse? Ich dachte, ja. Der wirft einfach einen Anker. So, ja, okay, das würde wahrscheinlich bei dem mehr bringen, aber der dreht sich nicht mal weg, wenn du die Handbremse ziehst. Ja, bei der geringen Leistung. Ah, okay, und doch. Und Frontantrieb, da dreht sich so schnell nichts. Na komm rum, Mann! Na gut, ohne Abtriebe und Kurven ist das natürlich auch ein bisschen doof. Wobei bei den Geschwindigkeiten der Abtrieb nicht so viel ausmacht wie bei anderen Fahrzeugen. Glaube ich jetzt einfach mal. Eine gewagte Vermutung. Oh, vierter Platz, wow! Dritter, wow! Oh, warum? Du hast 200stel schneller, du Sau. Wollte gerade sagen, du warst echt eine gute Leistung. Ich habe jetzt aber einen vor mir, heißt, ich kann dann in der dritten Runde auf Startziel Windschatten ziehen. Ja, ich habe jetzt gerade meinen 0,5 Sekunden Vorsprung auf die aktuelle erste Zeit. Schön also. Versemmelt. Ja, ich sehe nicht da. Ja, schon 0,8 Rückstand. Ja. Ist mal undurchsichtig. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Ja. Ja, jetzt komme ich nicht mal an dich ran, um mich wegzuknallen. Oh, 0,8 Sekunden, 0,08 Sekunden verbessert. Oh, fürs Erster. Ja, nicht schlecht. Aber nicht wirklich viel. Wird aber auch nicht irgendwie besser. Shit. Ah, die Runde war wohl nix. Und wird wohl auch nix mehr. Ich frage mich, wo ich noch so viel Zeit liegen lasse. Boah. Wahrscheinlich in deinem Kofferraum. Wahrscheinlich. Hab den Aschenbecher nicht ausgefüllt. Ausgeleert, ja. Ah ja, ausgeleert. Genau, du hast zu viel Sprit an Bord. Alles. Deine Ledersessel, ja. Du musst doch mal auf deinen Luxus verzichten. Ja. Ja, den Zigarettenanzünder müsstest du auch noch ausbauen. Na, das geht ja wohl nicht. Das wäre jetzt so was, wo ich komm schon, ich will mich nochmal verbessern. Oh. Schade eigentlich. Oh, 0,2 nochmal rausgeholt. Schade eigentlich. Ich hatte nach der ersten Zwischenzeit 14. Nein, ich mache einen Einschlag an der Bahn, der. Oh, das war's. Noch 99 Hundertstel, aber. Nee, 99 Tausendstel, aber. War wohl nix. Ich komme mit dem Auto nicht mehr irgendwie richtig zurecht. Nö, ich komme auch nicht klar. Viele mögen ihn eine komplette ganze Sekunde, die lasse ich auf der Strecke liegen. Ich frage mich, wo. Wahrscheinlich hat er sein Auto richtig komplett ausgebaut und das Setting drinnen. Ja, weil Sempro fährt auch mit Leihwagen, ne? Ja. Dafür warst du schon ziemlich gut. Ja, sind ja letztens auch das Mini-Rennen gewesen. Andy hat den doch komplett ausgebaut, kam trotzdem irgendwie nicht hinterher. Okay. Ja, das hängt irgendwie ganz komisch davon ab, ob du mit langer oder kurzer Übersetzung fährst oder ist egal mit welchem. Scheinbar ist man mit beiden langsamer. Hm. Keine Ahnung. Und dann vielleicht zu viel Abtrieb, zu wenig Abtrieb. Da musst du wahrscheinlich rumtüfteln, bis du das perfekte Setup draußen hast. Ja, das denke ich auch. Aber Hauptsache, es gibt noch ein paar IP oben drauf. Antriebstuning, Stufe 2. Jui. Na dann mach mal. Nochmal ein paar Tausende oben drauf. Jo, geht. Und bis gleich. Hoffentlich kein Zeitfahren mehr. So, da sind wir jetzt in Rennen Nummer 3. Also mal ein richtiges Rennen. Und wir fahren in Indianapolis mit guten alten Muscle Cars. Ein Plymouth gegen tausende Dodge. Okay, naja, oder 6. Oder 6. Leck. Da sind wir schon an. Oh, du bist plötzlich weg. Tschüss. Ja, ich hatte schön ein paar Sekunden Freeze. Bin jetzt hinter. Du fuhrst noch ein bisschen und dann warst du plötzlich weg. Oh. Das ist der Kackwagen. Wow. Kann ja auch nicht angehen, dass ich einen zweiten Startplatz habe. Wer war denn das? Der Blaue da. Wer ist denn das? Also Stan ist hier vor mir. Das ist ein Blauer. Ja, der oder... Nee, ich glaube, das war der Psychomantix. Der Stan hat ja ein eigenes Blau. Das ist ja nicht das normale. Nee, ach so. Alter, du kannst doch aus dem Weg gehen, Junge. Okay, vielleicht war es ja doch. Oder... Oh, wo... Die Gurken schiebe ich dich halt weg. Da kann ich nix, Junge. Ja. Eben mal 3 Positionen gut gemacht.
Und tschüss. Ja, ich meine, man muss sich doch nicht in der ersten Runde so anstellen. Nee, echt nicht. So, und schon wieder auf Platz 3. Auch dank der freundlichen Mithilfe von einem gewissen Herrn Kongo. Ja, es hat gewusst, dass er das versucht. Er hat aber irgendwie nicht getroffen. Ja, die meisten Rammer sind total nachtragend, wenn man sie auch mal weghaut. Jo. Die alle sind eigentlich nachtragend. Ich meine, ich wollte ihn auf einer schrägen Geraden, also einer leichten ich Kurve. Ich hab's ja gesehen, ich war direkt da. Wollte ich einfach nur vorbeifahren und er fährt immer links, immer rechts. Ja, da hatte was ich ja. Was soll denn sowas? Bei der letzten Session diesen komischen Dan. Ach, hier ist, wie ist er noch? Sang an irgendwas. Ja, keine Ahnung, wie der hieß. Ich hab mich da so aufgeregt, aber es war richtig schlimm. Naja. Was schafft denn der Charger so auf der Gerade? Ich habe mit Windschatten gerade 214 geschafft. 214? Mit Windschatten. Okay, das schaffe ich ohne Windschatten. Ja, das schaffe ich auch fast ohne Windschatten. Also dieser Typ hier ist ja echt nicht gut. Ich frage mich gerade, wie der in Zeitfahren so gut sein konnte. Voll ausgebauter Mini. Zumindest fährt er fair. Vielleicht kann der auch die. Kriegt er die Karre, kommt er nicht auf die Karren klar und nicht auf die Strecke klar und. Ja. Oder er telefoniert gerade. In der einen Hand das Telefon, in der anderen Hand die Zigarette und in der anderen Hand das Bier. Ja, so fährt man normalerweise. Und damit. Wenn du noch Lenkrad hast, schau dir das mit den Knien das Lenkrad. Wenn es weit genug unten ist. Und wenn es eine Frau ist, dann auch den Schminkspiegel. Das müsste man doch mal machen, so als wenn man irgendwie als Tuner, wenn man irgendwelche Fahrzeuge tunt, so als Tuning-Teil einfach den Mittelspiegel einfach vergrößern, rund machen und dann so schön noch und dann als Schminkspiegel verkaufen mit eingebauten Schminkkästchen und allem. Würde vielleicht sogar jemand kaufen. Es ist interessant zu sehen, wie dein Verstand funktioniert. Dass du dir über sowas Gedanken machst. Ja. Ich frag mich gerade mal, wenn mein Wagen da ein Fenster drin hat. Irgendwas Schwarzes. Ich schau mir das gleich auf der Gerade mal an. Ich war gerade total unkonzentriert. Oh, hä? Sieht aus, als hätte mein Fahrer den Gurt irgendwie aus der Frontscheibe raus und dann wieder zurück reingezogen. Ja, das kann vielleicht durch einen Unfall passiert sein. Aber ich habe niemanden berührt. Achso. Oder das soll eine Belüftung sein für den Fahrer. Kann auch sein. Wow, erstmal lieber nach vorne gucken. Also ich schaffe 210. Ohne Windschatten. Oh, Mestis ist wieder vorne. Was passiert? Ja, in der langgezogenen Linkskurve erstmal fett nach außen gesegelt. Die Tragkraft hat mich nach außen gedrückt. Das Gewicht des Fahrzeugs. Du kommst dir mit den Fahrzeugen aber auch echt immer so langsam vor. Ja. Ja, in Grid 2 waren die Dinger deutlich schneller. Da hast du locker 260 geschafft. Jo. Da musst du dich schon quälen bis 210. Ja, in Grid 2 waren die Autos ja sowieso alle total komisch. Da kannst du ja auch einen BMW M1 haben, der mit seinen 300 PS oder was das Ding hat, einfach nicht mehr als 200 schafft. Naja, schade. Knappes Ding eigentlich. Ich habe das Gefühl, dieser Plymouth hat schlechte Bremsen als der Charger irgendwie. Warum habe ich jetzt mal 12, 13 Frames weniger? Ich habe nichts gemacht.
Ja, die habe ich dir geklaut, ich brauchte ein paar. Hat sich wieder irgendwas heimlich im Hintergrund geöffnet? So muss das sein. 1,52, 1,53, 1,54, 1,55. Dann 2 Minuten 2. Ja, der war mit seinen Boobs beschäftigt. Ja, echt mal. Ja, der hat sich eine Beifahrerin reingesetzt und die hat ein bisschen das ist immer über jeden Huckel gefahren. Hüpf, 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 hüpf. Ich weiß auch nicht, was das soll. Hüpf, hüpf. Ich bin über keinen verdammten Huckel gefahren. Und diese Schlenker sind auch keine Absicht. Links, rechts, links, rechts. Oh, er hat seine Rundenzeit nochmal verbessert auf 2 Minuten 0. Nicht schlecht. Ja, wir werden es dann jetzt mal dran machen, Stan zu kicken. Und er ist gelb geworden, von orange auf gelb. Ja, er hat ja relativ wenig gemacht jetzt, also. Vielleicht trampt er immer. Ich weiß es nicht. Also jetzt hat sich das Feld ja relativ schnell auseinandergezogen. Ja, gut. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, wer... Oh, und vorne an meinem Fahrzeug klebt irgendwie so direkt dran. Fliegen, fliegen drumherum. Fliegen, fliegen, fliegen. Bei mir auch. Wow, 600 EP für ein für ein Tuner-Level. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. 1100 fürs Fahrzeug. Ich glaube, wir machen mal noch ein Rennen mit rein. Das ist, glaube ich, sonst ein bisschen kurz. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Rennen Nummer 4. Und wir fahren jetzt, was ist denn das nochmal? Sepang? Ne, Autosport Raceway? Oh, keine Ahnung. Steht das hier nicht irgendwo? Ist das nicht Amerika? Circuit of the Americas. Ah, genau. Texas. Irgendwas mit Amerika war es auf jeden Fall. Das ist immer so verwirrend, weil der so rot-grau ist hier, der Kurs. Ich sehe hinter mir einen Pfeil. Ich will nicht getroffen werden. Ja, erste Kurve überstanden. Oh, weil die Kurve trifft dich. Die Kurve? Hans. Ja. Gibt's einen Sponsor, der heißt Hans? Ja. Ja, krass. Den mache ich mir mal drauf. Einfach ich fand den auch so cool, weil er halt farblich zu meinem Lack gepasst hat. Ah, plötzlich. Ja, ey, der Stan haut mich jetzt mit dem Pferd aus der Kurve raus. Ja, jetzt haut er mich bestimmt auch gleich raus. Stan, ja. Er visiert schon an. Ja, volle Kanne, ich hab's gesehen. Halt halt drauf. Klar, kann ich nix. Aber warte, jetzt wo ist. Ja, komm, was tue ich dir denn, YouTube, Alter? Verpiss dich doch. Alter, wie der auf den Kran wegzieht davon. Bäm! Nein! Scheiße! Ich kann mich nicht resetten! Aha! Oh ja. Komm, da vorne kommt gleich noch eine richtig schöne spitze Kurve, da halt ich schon mal an, was er macht. Siehst du, ich hab doch gar keinen Kratzer, ich bin ja perfekt gefahren bis jetzt. Guck mal, wie sich die battlen, Alter! Oh, perfekt Alter. Zurückgesetzt. Richtiges Battle hier. Smurge ist hinter mir und danach Boobtube. Und fährt da links, rechts. Über die Hubbel, über die Curbs. Irgendeiner, zwei sind gerade aus der Kurve richtig weit rausgesegelt. Ja, das war ich. Achso, Stan und Cinnamon. Guck mal, wie er da hinten ist. Ich habe meinen Job erledigt. Ich habe 3 Runden noch Zeit, ich kann auch Erster werden. Auch mit 16 Sekunden Rückstand. Kein Thema. Wir haben noch 4 Meter zu fahren und ich habe 3 Stunden Rückstand. Oh, ja, schau ich noch. Schau ich bestimmt noch. Den krieg ich noch. Ui. Er fährt dir hinterher. Der kann abkürzen. What? Ach, der labert die ganze Zeit, aber ich höre ihn nicht. Ah, jetzt ist er weg. Sen OZZ und No Name. Das war mal richtig schön scheiße verbremst. Komm, ich will am Windschatten. Schnell. Der Charger hat erstaunlich gute Bremsen, dafür, dass der auch so schwer ist. Viel besser als der Plymouth. Spielverderber. Was, Cinnamon, du bist Letzter. Ja, ich habe mich mit dir gerade gebettelt. Ich weiß. Oh, 5 Runden hat das Ding. Gut, dann habe ich auch noch Zeit. Ich sag ja, ich kann auch Erster werden. Ich habe 17 Sekunden, 19 Sekunden Rückstand. Oh, vorhin waren es 16. Ja, klingt, als könntest du noch Erster werden. Also, so wie die hier vor uns fahren, wird es auf jeden Fall nicht schwer, nicht Achter zu werden. Ja. Wenn die am Anfang. Es ist total ärgerlich. Ich komme in den Kurvenabschnitt wieder ein Stück an ihm ran und auf der Gerade fährt er mir so weg. Ich könnte 3 Plätze auf einmal gut machen, wenn es gut läuft. Na, ich habe keinen Windschatten. Dann bin ich Fünfter. Ich sehe euch da. Ja, da seid ihr. Der ganz hintere Punkt bin ich. Ja, ich habe dich noch gerade so gesehen. Die sind da zu dritt und dahinter kommt der letzte Punkt. Wobei, ob du das noch... Naja, 3 Plätze könnte ich gut machen, wie gesagt.
Wir sind ja relativ unten beisammen. Erster ist dann davor, dann müsste er jetzt einen Fehler machen. Reißt Kongo mit und Kongo reißt den Franzosen hinter mir mit und ich fahre einfach vorbei. Oder sie treffen dich beim Zurückfahren auf die Strecke. Oder du wachst aus deinem Traum auf und alles ist vorbei. Ah, guck, der Franzose geht flöten, sag ich doch. Oh echt, was spielt er denn für ein Lied? Nothing else matters. Na, wenn er das kann, als Franzose. Der hinter dir macht auch ganz schöne Fehler. Ja. So, auch ein Platz gut gemacht, ich sag dir, die haben Probleme mit den scharfen Kurven. So, ich sag ja, ich werde noch Erster, ich habe noch eine Runde Zeit, kein Problem für mich. Ja, das schaffst du. Jetzt in der Kurve erstmal dickfett Kombo raushauen. Und bumm. Du haust den Vorderen raus, da habe ich mir zwei Plätze gut gemacht. Ja. Also zumindest was das Vorstellungsvermögen betrifft. Also die Rausbeschleunigung im zweiten Gang bei 60 km/h, das dauert ewig. Der plagt sich da ewig lang. Das ist wie die Cobra. Ja, aber der Cobra ist sowieso total komisch, auch mit dem Ford GT. Im hohen Drehzahlbereich ziehen die mit massiv an. Ja, extrem. Die Autos. Komm, mach, komm. Dem Vorderen muss doch das Stift gehen, dass er einen Fehler macht. Der ist schon durchs Ziel. Das ist dein Freund BoobTube. Achso, der. Boah! Oh, Mann! Ja. Komm, halt euch auf! Ja! Los! Ich krieg euch noch! Ja, der kriegt in der nächsten Runde ein, oder im nächsten Rennen einen aufs Maul. Der Boob. Vor allem, wie er noch wegzieht. Ich hab die ganze Zeit Windschatten und er zieht weg. Schlecht ist das denn? Ja, hab mich aber vorhin auch weggedrängt. Deswegen gibt er von mir auch erstmal eine Backpfeife. Dann rennt er so heulend raus wie der Stan. Ha! Ja, Stan ist ja noch irgendwo nachvollziehbar, weil er ist Level 1 in dem Tuner-Bereich, ne? Aber ja, okay, vielleicht. Aber trotzdem muss er nicht so fahren, wie er gefahren ist. Nee, natürlich. Das war Absicht wieder drauf gehalten, das hast du doch gesehen. Vielleicht ist er ja aus, der in Next Car Game Kreisen eingereist. Nee, ach so, ja, Crash Racing, ja. Und Next Car Game mit Multiplayer, darauf habe ich so Bock. Oh, weil. Hat's aber noch nicht bekommen, ne? Nee, da passiert momentan recht wenig. Da kannst du ja auch Grid Autosport spielen, wenn du hier so Next Car Game spielen willst. Uhu, neuer Sponsor. Level 25,5. Bodenfreiheits Tuning Stufe 2. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ist egal, das Ding schleift trotzdem über den Asphalt. Sie den Lowrider bauen. Auf jeden Fall. Wupp, wupp, wupp. So, ja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.